Wir sind hier auf dem Aldöttinger Christkindlmarkt. Um uns herum der Mandelduft, Glühwein und viele weitere Leckereien, die vor allem in der Kühle draußen in der Weihnachtszeit am besten schmecken. Wir kommen jetzt direkt von der Basilika und gleich linker Hand ist Meyers mit seiner großen weihnachtlichen Adventshütte auf dem Aldöttinger Christkindlmarkt. Und wir gehen jetzt direkt hinein, weil Feuerzangenbowle, Holzkohlegrill, kandierte Früchte, das wollen wir uns genauer anschauen. Was bedeutet denn für dich der Aldöttinger Christkindlmarkt? Aldöttinger Christkindlmarkt ist für uns das Highlight des Jahres, kann man so sagen. Wir sind schon über 50 Jahre mit dabei, seit dem zweiten Christkindlmarkt mit gebrannten Mandeln und alles. Und für uns ist das so ein Stück heimgekommen, ja. Ihr habt ja heuer ein ganz neues Konzept, größer, kompakter, alle Stände beieinander. Was können denn die Besucher bei euch erwarten? Genau, da hast du recht. Wir haben quasi die Mandelhütte, die was früher in der Mitte war, jetzt mit nach unten gezogen in Richtung Basilika. Und da geht es auch dann schon los mit gebrannten Mandeln und Schokofrüchte. Wir sind zur Zuckerwatte. Der nächste Stand Crepes, süß und bekannt. Und dann unser beliebter Holzkohlegrill. Regionalität ist für euch ja auch kein Fremdwort. Woher bezieht ihr dann eure Waren? Ja, unsere Semmeln haben wir aus dem Landkreis, also von der Bäckerei Bär. Unsere neuen Würst, wir haben dieses Jahr einen neuen Metzger, ist die Firma Rosenstingel aus dem Landkreis Passau, ein ganz kleines Familienunternehmen, mit sehr viel Liebe im Detail und gingen wirklich super an ihr Handwerk daran und genau. Und ihr habt ja auch weit über 20 Glühwein-Variationen, die man bei euch kriegen kann. Was ist denn da dein Favorit? Mein Favorit persönlich ist die Feuerzangenbowle, nach wie vor, mit der haben wir damals angefangen und ist nach wie vor noch unser Favorit, ja. Ihr habt ja auch richtig urige Hütten da. Kann man denn noch reservieren oder ist schon alles ausgebucht? Und falls man noch reservieren kann, wie? Selbstverständlich kann man reservieren, jederzeit. Einfach anrufen, die Nummer blendet man gleich unten ein oder über Messenger oder WhatsApp. Viele haben unsere Nummern. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, hätte ich bald gesagt, kann man gerne noch reservieren. Kommen Sie zum Aldöttinger Christkindlmarkt. Probieren Sie die feinsten regionalen Spezialitäten noch bis zum 18. Dezember in Aldötting auf den Christkindlmarkt.